Hallo, ich bin der Karl. Ich bin seit meinem 5. Lebensjahr hier an der Forms und besuche jetzt die 11. Klasse. Ich bin dieses Jahr einer der 3 Schülersprecher. Und meine Eltern haben mich damals auf die Forms geschickt, sage ich jetzt mal, weil sie damals erkannt haben, dass ich ein Sprachtalent habe. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war, weil mein Englisch mittlerweile einem Niveau entspricht, was ich mir damals nie hätte erdenken können. Und das alles nur dank der Schule, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch werden mir auch ganz andere Möglichkeiten jetzt geboten, vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich im Ausland studieren möchte. Und ich würde mir nur für andere Schüler auch hoffen, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Hi, ich bin Antonia, in der 10. Klasse, seit der 1. hier und bin seit 5 Jahren Schülersprecherin. Insgesamt mag ich es, in der SMV zu sein, einfach weil wir somit unserer Schule halt helfen können, den Kindern das ermöglichen können, was sie sich wünschen, was sie sich erhoffen von dieser Schule. Und insgesamt macht es sehr, sehr viel Spaß. Hi, my name is Jake. I'm in year 7 and I'm one of the 3 student representatives of the school. I've been at Forms since kindergarten, so now for almost 10 years. What I like most about Forms is the community feeling. Since we are a small school, you make friends easily and new students get integrated fast. So I hope to welcome you soon at Forms. Damit wir effektiv arbeiten können, teilen wir uns am Anfang des Schuljahres in Arbeitsgruppen auf. Somit können sich die Klassensprecher in den Themen engagieren, die sie interessieren und bei denen sie Spaß haben, dran zu arbeiten. Wir stellen euch die diesjährigen Themen einmal kurz vor. Unsere Campus Life AG beschäftigt sich damit, das Leben in der Schule selber schöner zu gestalten. Da die meisten Schüler täglich 7 Stunden in der Schule sind, ist es uns wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Aktuelle Planungen beinhalten das Einführen von Möbeln, sodass Schüler auch während der Pause die Möglichkeit haben, sich drin aufzuhalten, wenn es zum Beispiel mal regnet. Natürlich gehören Schulveranstaltungen auch zum Schulleben dazu, weswegen eine Veranstaltungs-AG auf keinen Fall fehlen darf. Natürlich sind Schulveranstaltungen im Moment aufgrund von Corona nicht möglich, aber es gibt auch eine Zeit nach Corona, weswegen unsere Veranstaltungs-AG schon jetzt wieder anfängt zu planen. Unser jährlicher Winterball gehört zu den Planungen selbstverständlich dazu. Also eine weitere AG ist der SMV-Channel. Der SMV-Channel ist eine AG, wessen Ziel es ist, die Schüler der Forms immer auf dem Laufenden zu halten. Und jeder wird informiert, welche Veranstaltungen als nächstes geplant sind. Außerdem bekommt man einen Einblick in das Schulleben der Forms. Und die neuesten Mitteilungen der Schule werden auf dem Forms Instagram-Account den Schülern oder den Eltern vermittelt. Also eine weitere AG ist die Umwelt-AG. Sie treffen sich jeden Dienstag um 17 Uhr virtuell im Teams-Meeting. Und was genau machen die da? Sie befassen sich nicht nur mit der Form, sondern auch mit ganz München. Sie verständigen sich auch mit anderen Schulen. Sie führen eine Umweltduty in allen Klassen ein, die zum Beispiel immer im Lockerraum das Licht ausmachen soll, den Müll richtig sortieren, Pfandflaschen zurückbringen soll und auch Heizungen, wenn möglich, ausschalten soll. Und sie versuchen, Konzepte und Reaktionen der Schüler aufzunehmen. Und sie versuchen, ein nachhaltiges Umweltbewusstsein an der Schule zu positionieren. Last but not least möchte ich kurz die AG-Thementage vorstellen. Wie der Name schon verrät, geht es hierbei um Tage, an denen die verschiedensten Themen in der Schule erlebbar gemacht werden. Wie zum Beispiel der World Bean Day, an dem gesunde Ernährung mehr als sonst im Vordergrund steht. Es in der Kantine ein leckeres Gericht mit Bohnen gibt und man Fun Facts nebenbei kennenlernt. Oder den Mental Health Day, an dem wir uns unser persönliches Wohlbefinden vornehmen. Natürlich muss aber auch etwas Spaß dabei sein. Somit feiern wir auch Tage wie den Day of Sleep, an dem wir in Pyjamas in die Schule gehen dürfen. Zu guter Letzt noch einige weitere Eindrücke von Formschülern.